Hallo, hier sind der Muho und das Herzsutra. Und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo es um die Lehre geht. Was ist eigentlich Lehre? Form ist Lehre. Lehre ist Form, behauptet das Herzsutra. Die Hauptfigur, und das habe ich jetzt immer wieder gesagt, ist Kanji Saibosatsu, der Bodhisattva Avalokiteshvara. Und wenn von dem die Rede ist, bist du gemeint. Und der predigt dem Shariputra, Shalishi, und ebenfalls bist du gemeint. Wie unterscheiden sich die beiden? Man könnte sagen, dass Avalokiteshvara Kanonsan dein Herz ist. Dein Herz richtet sich hier an deinen Kopf. Das Herz spricht mit dem Kopf und der Kopf, das ist Shalishi, der Schlauste von den Buddha-Schülern. Aber da ist etwas, was er noch nicht verstanden hat. Und sein Herz sagt es ihm. Alles ist Lehre. Und Lehre ist alles, frei übersetzt. Alles ist leer, aber diese Lehre drückt sich in allem aus. Was ist Lehre? Ich möchte das mit dem in der Zen-Welt, glaube ich, recht bekannten Gesang vom Hakuin erklären. Im Soto lesen wir den Gesang weniger, im Rinzai wahrscheinlich täglich. Ne? Hakuins Sazenwasan heißt der. Ne? Aber viele von euch aus dem Soto kennen ihn wahrscheinlich auch. Auf Japanisch beginnt der Shujo Minna Hotoke Nali, Mizuto Koli no Gotoku ni te. Das bedeutet so viel wie: Alle Wesen sind Buddha. Alle Wesen sind Buddha. Das ist so wie mit Eis und Wasser. Getrennt vom Wasser gibt es kein Eis. Getrennt von Buddha gibt es keine Wesen. Das Problem ist, wir erkennen das nicht. Ne? Hakuin sagt dann später, so als wären wir mitten, stünden wir mitten im Fluss und riefen, ich habe Durst, bringt mir Wasser. Wir wollen nicht erkennen, dass wir mitten im Fluss sind. Wir erkennen zwar die Eiswürfel und wir glauben, wir sind einer von diesen Eiswürfeln, aber wir fragen immer noch, und wo ist jetzt das Wasser? Wo ist das Wasser? Ich sehe kein Wasser. Wir erkennen uns zwar als leidende Wesen, aber vom Buddha, da fehlt jede Spur. Selbst, dass wir angeblich der Avalokiteshvara Bodhisattva sein sollen, das können wir nicht so ganz glauben. Form ist Lehre, Lehre ist Form. Alles ist Lehre, Lehre ist alles. Form steht für das Eis, das, was man sehen kann, was man zählen kann. Und wir selber, dieser Körper, diese Augen und Ohren, das ist auch Teil von Form. Lehre steht für das Wasser, das, was wir auch sind, was wir aber gerne übersehen, weil es einfach zu nah ist. Das, was man zum Beispiel die Leinwand nennen könnte und was auch immer wieder die Leinwand genannt wird. Die Leinwand, die da sein muss, damit dieser Film hier überhaupt vorgeführt werden kann. Wir sehen aber meistens immer nur den Film. Wir sehen immer nur den Film und erkennen uns als eine der Figuren im Film. Und suchen dann, wenn wir was von der Leinwand hören, im Film, wo ist die Leinwand im Film? Nein, die Leinwand
ist nicht im Film. Die Leinwand ist das, was da sein muss, damit dieser Film überhaupt vorgeführt werden kann. Und am nächsten kommen wir der Leinwand oder der Leere, wenn wir uns fragen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Okay, ich bin der Muho. Ich bin diese Person, die hier steht. Und die ihr auf dem Bildschirm seht, wenn ihr jetzt YouTube guckt. Und ich sehe mich jetzt auch gerade auf so einem kleinen Bildschirm neben der Kamera. Okay, ich bin der Muho, aber gleichzeitig bin ich alles. Alles in dem Moment. Und das ist mit Leere gemeint. Wenn du in diesem Moment dem Muho zuguckst, wer bist du? Okay, du bist der Typ, der vor dem Computer sitzt oder den Handy in der Hand hält. Aber gleichzeitig bist du auch die Stimme, die du hörst. Du bist alles, alles, was in diesem Moment sich abspielt. Du bist die Leinwand. Und das meine ich, wenn ich sage, eine Pause machen von dem Spiel. Normalerweise glauben wir, wir wären eine Figur auf dem Spielbrett. Und wir müssten einfach noch ein paar Felder weiter, bis wir endlich das Satori haben oder das Nirvana. Nein! Das Brett selbst befindet sich schon im Nirvana. Du bist schon da. Und das ist das, was der Shali-Chi, der Shariputra, noch nicht verstanden hat. Der glaubt, am Ende des achtfachen Weges, am Ende davon kommt er endlich an. Nein, nein, nein. Du befindest dich schon im Nirvana, denn Nirvana ist auch nur ein anderes Wort für Leere. Du siehst nur die Form und du nennst die Form Samsara. Aber Samsara ist Nirvana. Form ist Leere und Leere ist Form. Nirvana drückt sich hier in diesem Moment im Samsara aus. So verstehe ich die Leere. Und jetzt werfe ich nochmal einen genaueren Blick auf den Bildschirm, damit ich weiß, wie viel Zeit ich noch habe. Shiki fui ku ku fui shiki shiki soku se ku ku soku se shiki. Form ist nicht verschieden von Leere, Leere nicht verschieden von Form. Alles ist Leere, Leere ist alles. Denn das gilt nicht nur für materielle Dinge, sondern für die Wahrnehmung, für unsere Gedanken, Emotionen, für die ganze Welt, so wie wir sie konstruieren. Und da wird der Shali-Chi nochmal angerufen. Hey, Kopf! Mein Kopf! Ich sag's dir nochmal. Se-sho-ho-ku-so. Alles ist leer. Aber diese Leere selbst, Fu-sho-fu-metsu, Fu-jo-fu-ko-fu-so-fu-gen, die Leere entsteht nicht und vergeht nicht. Sie ist weder rein noch befleckt. Sie nimmt nicht zu, sie nimmt nicht ab. Alles spielt sich ab auf der Leinwand. Die Leinwand selbst ist unberührt. Wenn das Wasser friert, wird Eis daraus. Wenn es schmilzt, wird das Eis wieder zu Wasser. Aber das Wasser nimmt weder ab noch zu. Du kannst die Eiswürfel zählen, Wasser kannst du nicht zählen. Okay, so viel für heute. Wir sehen uns
beim nächsten Mal wieder. Tschüss und danke fürs Zuschauen.